Ja, ich fahr da nochmal mit drüber. Liegt ja direkt auf meiner Spur. Fahren wir nochmal an da. Bin natürlich wieder blind, ne? Meine Damen und Herren, Servus und grüßt euch zu einer weiteren Folge auf der Ellerbach im LS19. Zusammen mit dem lieben Florian. Grüß dich. Grüß dich. Ja, wir sind wieder an unsere Wiesen angekommen. Wir haben gestern ja zum Schluss unseren guten alten Königstiger nochmal zum Händler gefahren und mal gefragt, ob der da irgendwas machen kann. Er hat gesagt, er schaut sich so und ja. Hoffen wir mal, dass es klappt. Und hoffen wir mal, dass euch zu teuer wird. Weil. Weil es halt doch ein Oldtimer. Ja. Wir sind jetzt beide hier. Ich werde jetzt gleich mal mit dem unserem wunderschönen Fan Farmer hier gleich mal weitermachen beim Wenden. Und der Philipp ist hier noch am Mann. Und ja, dann wünschen wir euch viel Spaß mit der folgenden Timelapse und wir sehen uns dann wieder, wenn es irgendwelche Neuigkeiten oder wenn was Wichtiges gibt. So, ja, wir sind durch, beziehungsweise der Philipp ist fertig mit dem Mahn, ich bin fertig mit den Wänden. Und ja, jetzt heißt es warten und schauen, dass hoffentlich ein Tränk. Wir haben uns gleich mal beraten, was wir jetzt dann noch machen können, weil es ist ja noch relativ früh am Morgen, es kommt ja schon mal 10 Uhr. Und wir haben uns dazu entschlossen, mal kurz auf unsere Felder einen Blick zu werfen. Der Philipp war schon bei über unser wunderschönes Tablet, wollen wir das, beziehungsweise oder unser wunderschönen Laptop, was wir haben. Mal kurz einen Blick auf unsere Felder werfen, was denn so los ist. Erzähl mal den Leuten auch mal, dass die da auch mal Bescheid wissen. Also, die 128 braucht pflügen, kalken und düngen. Dann braucht die 144 grubbern. Oh, 137 braucht grubbern. 144 braucht noch düngen. Oh, die 75 braucht düngen und grubbern. Die 76 braucht bloß grubbern und die 3 braucht düngen und grubbern. Ja, ja, dann haben wir wieder was zum Dorn. Und dann noch die 81 und 66 Kalken. Okay, können wir das schon alles machen oder müssen wir da irgendwie auf temperaturtechnisch mal ein bisschen. Jetzt bloß Düngen, Kalken und Gruppen, also glaub schon. Ich wüsste nichts Gegenteiliges. Okay, gut. Unser Flug war ein bisschen da. Ah, jetzt geht er wieder. Vielleicht schafft der IAC ja den. Gruppe. Ja, gut möglich. Ansonsten kann ich ja auch einen Farmer nehmen oder so. Der steht ja auch noch da dran. Oder ein Alka. Ja. Jetzt hat er den ersten. Oh Mann. Flo, kommst du bitte nochmal ganz kurz her mit dem Farmer? Ja, was gibt's? Also. Nummer Uno, der Vicon Wender, Nummer Dos, unser.
Ja, warte mal. Der Streuer. Ich muss aber kurz vorher dann das Auto wegfahren, nur ein bisschen mehr Blut zu haben. Oder warte, vielleicht hänge ich ja den Flug an. Also ich glaube, heben würde er, weil er hat vorne sehr, sehr viel Gewicht. Nicht wirklich. Fangen wir mal vorbei. Ich park dann einfach einen Huften vorne. Das dürfte normalerweise nicht stören. Passt. Ja, da fahren wir das andere Auto noch stärker da kommen wir hin. Ja, Hubschrauber irgendwo. Ja. Oh. Schau geht ganz so gesund aus, was du machst. Ist es so, ey, das für den Diesel. Ja, aber was steht denn der Gruppe? Ganz hinten, oder? Da hinten im Düngerstreuer. Ja. Warte, ich hol den Wender raus. Dann hol ich den Düngerstreuer. Weil der Düngerstreuer ist für den schwer, weil da ist ein bisschen Dünger drinnen. Ja. Kann der Stuck gleich Düngen auffangen. Also der hat das ohne Probleme. Oh Leute, ich hab mein Handy geholt. Mal kurz schauen, was da los ist. Ah, Wetter-Update. Schaut so aus. Oh ja, schaut ganz gut aus. Also ich glaube, unser High-Kollegen bleibt uns passt. Ich weiß ja, dass der Front hat so gut hin. Und ich hoffe mal, ich kann Kinder mit dem Farmer nicht, ohne dass ich mir irgendwas zusammenfuhr. Naja, geht. Ach ja, und ey, jetzt steht er vor mir. Na, komm, er passt. Oh. Geht? Ja, geht, schafft er, passt. Das hebt er ja easy. Kann der Stucker zum Düngen von da die so? Ja, kann gern machen. Dann wir vorher noch mal vor. Und dann düngst du den weg vor hier. Dünger sind 1000 Liter. Das müssen wir dann tatsächlich in dem nächsten Mal machen, wenn man mal bei der Baywar. Guck mal ganz kurz nach, die müsste hier auch geben, oder? Ja, doch, Baywar, gerade gibt's hier. Müssen wir mal bei den anrufen, ob die für uns Saatgut und so weiter auf Lager haben. Da wir noch ein bisschen was anholen können, weil das sind jetzt noch 1000 Liter drin, aber ich habe keine Ahnung, ob die noch gut sind, wie alt die schon sind. Ja, mal schauen. Komm nicht raus! Warte, ich komm schon, ich renne. Ja, geht das raus. Das hebt er easy. Ja, das passt. PS-technisch dürfte das eigentlich auch easy schaffen, ne? Cover muss man oben anschließen, oder? Ja. Ne, der hat keine Beleuchtung, oder? Ja gut, sieht mir auch gut noch, also. Ja. Und um leichte und los geht's, du. So, warte mal, da gucken wir nochmal kurz hier mal auf die Karte. Kann ich denn gleich zum Düngen beginnen? Oh, bei mir wird's jetzt richtig sehr staubig drin. Okay, die 144 braucht auf jeden Fall Dünger. Ich fahr jetzt einfach mal los zum Gruppen. Fällt okay, ich fahr jetzt mal jetzt, wo fährst du gleich? Meinst du, dass ich den Bas vorhin leider da lassen kann, der Jager? Ja, ich glaub schon. Ich glaub schon, du hast vorhin noch Gewicht drauf, das passt. Der schaut so schnucklig aus, oh. Aber wo fährst du jetzt gleich noch zum Gruppen? Ich fahr jetzt also immer erst mal zu 144 und düng da mal eine Stufen. Weil, da hätte ich mal sagen. Guck mal nochmal da. 144. Aber düngen kann man ja glaube ich einfach, ne? Das geht hier bloß um die Ansaaten. Also ich da das geil nur von 75, 76, weil die einfach am nahesten Dosen. Stimmt, da braucht man machen. Oder warte mal. Ah, wir haben jetzt auch wieder drei Düngerstufen, ne? Nicht mehr bloß zwei, sondern wir haben wieder drei. Mhm. Deswegen haben wir gerade gedacht, da sind da ein bisschen hellere Farben mit dabei als wir schon. Ja, das heißt. Ja. Ach stimmt, das haben wir herausgefunden, die 75 ist ja gar kein Kader. Oder? Da war doch irgendwas. Oh ja, da haben wir wieder verschabt gehabt.
Kause. Ich glaube, ich brauche doch den Frontlader. Brauchst du? Ein bisschen arg leicht von so. Ja gut, ich fahre jetzt erstmal zu unserem Haupthof Nummer zu 144 und haut da erstmal eine Düngerstufe drauf. Und dann gucke ich da mal weiter. Braucht soweit ich weiß dann auch probieren. Aber ein Schaufel lass ich du. Vergiss da jetzt so zu machen, dass da kein Ungeziefer hinein werden in der Zwischenzeit oder was auch immer. Aber ich denke mal, dass der gar nicht so schlimm ist da bei uns auf der Ellerbach. Haben wir auf jeden Fall noch nichts so richtig gehört. So. Ist alles dicht gemacht. Gut. Ah, das schaffe ich noch. So, Bub, fahr mal los, ha? Ja, ich bin schon auf dem Weg. Ach du Kacke. Das Auto ist gut bremsen durch, Balgro. Ich würde es fast schon wieder leicht überschoben, aber nicht minimal. Da fährt einer, fahr ich da rein? Ja, der blaue. Ja. Was gibt's? Gut bremsen ist die eine Sache. Angenehm lenken ist die andere. Ist was passiert? Noch nicht, ich bin wollte aus dem Hof rausfahren, die Schaufel bringt doch was. Ja. Wollte ganz gemütlich aus dem Hof rausfahren, fahre ich geradeaus und lenk voll ein. Ja, aber die Schaufel wiegt doch auch nochmal 600 Kilo oder sowas, das ist dann schon wieder noch ein schöner Ballast. So, fahren wir ganz kurz zu unserem Hof durch. Also. Aber weißt du, was wir noch bräuchten an unserem Hof? Na? Ein Hund. Boah! Das war's. Nur mal schauen. Alter, was da denn da? Ich weiß gar nicht, ich kenne mich gar nicht so aus. Was da ist denn da ist wahrscheinlich ein Hund geben? Ich glaube, ein Appenzeller da zu geben bei uns rum. Oh, das ist hab ich letztens im Internet einmal gesehen. Ja, das war ja schlecht. Dann wollen wir mal schauen. Oder Bern. Berner Sennenhund. Ja, wollen wir mal schauen, ob wir da irgendwann finden. Ich glaube, ich mache mal hinten Scheiben zu, dass du so reinstaub mit dem Dünger sag. Das ist mir jetzt so wieder. Ist jetzt so gesund, ne? Ja, ich mach vorne mal. Vorne kann ich eigentlich auflassen, oder? Ne, weißt du was, ich mach auch so, ich mach bloß einen kleinen Spalt auf. Mach mal zu, oder? Ich kann jetzt so machen, bei mir wird's. Ich mach jetzt bei mir alles auf, damit es durchzieht. Ja. Soll ich dann schmeiß ich den mal an, läuft er noch? Ach ja, wolltest du jetzt nochmal Dünger holen? Nein. Ja, muss ich dann noch machen, ich muss auch erstmal Zapfen noch ausschließen. So. Die brauche ich jetzt, siehst du? Ha! Warte mal, jetzt dürfte es eigentlich klappen, oder? Ah, jetzt klappt so. Ich wollte halt gerade fragen, ob der GPS oder aber. Na, schwer ist immer nicht, wir könnten es zwar mal aufduschen, aber momentan sieht es dann noch mauer aus. Ich bin jetzt mal ein Stückchen gefahren. Schau mal kurz kurz den Ton, ne? Wir haben doch da so ein super Gerät. Wie schnell da kantert man eigentlich mit dem Gruppophon? Oh du, das weiß ich gar nicht. Das sichten wir glaube ich gar nicht. Warte, dann guck ich mal kurz übers Menü. Boah. Okay, das bringt auf jeden Fall was. Ja, ja, auf Düngerstufe bringt. Wie schnell kantert man jetzt eigentlich mit dem Gruppophon? Weißt du das? Oh, ich weiß jetzt gut, ich hau kurz. Ich schau mal kurz den Katalog, ne, ob er da noch drin mach ist. Mach ich grad schon. Okay, gut. Ja, dann düngen wir dann vor ihm weiter mit dem Dünger. 50 km/h, ja gut. Ich glaube, ich bin ein bisschen sportlich mit 3. Ja. Eieiei. Oh, jetzt sieht man, ich hab schon lange nicht mehr. Eieiei. Oh, oh, oh. Was ist los? Verdammte Kacke. Es ist vorbei. Oh nein. Brauchst du schon keinen Diesel? Du kannst schon gerne mit 5 Meter Köckerling vom Hof holen. Ich komm nicht mehr raus. Ich brauche Hilfe. Haben wir noch irgendwo eine Abschleppstange rumflacken? Sonst da kurz vorbeikommen. Überhaupt auch nicht. Weiß ich gar nicht. Aber warte, wir haben da an unserem Auto einen Seil hinten dran. Aber auf jeden Fall am Ende steht noch Damm, den kann ich kurz holen. Ey, weißt du, wie viel das zum Laufen ist?
Das geht doch ein bisschen sportlich. Ich hab da noch eine weitere Strecke, ich bin noch am Hof da. Und dann fahren wir nochmal längs hin. So mit Hosen aufgerissen beim Stacheldrahtzaun. Das ist natürlich schlecht. Aber das sieht mir gerade richtig schlecht, wo ich wieder gefunden bin da. Kurz mal kurz aufs Schauen da. Oh, das schaut gut aus. Ich weiß nicht, warum das da so kleine Flecken da sind, wo ein bisschen ungerade wächst, aber gut. Ich schau mal kurz im Bann noch. Ja, das schaut gut aus. Hier ist noch ein bisschen was. Ich glaube, ich nehme einen Eicher, oder? Ja, das ist glaube ich der stärkste Diesel, was noch da ist. Oder der Steirer. Mit der Vorstoßrüstung. Den kannst du natürlich ohne mehr. Der hat auch noch mal einen guten. Aber ich weiß gar nicht, willst du mit dem auf der Straße fahren? Ja, normalerweise schon, oder? Ich weiß auch nicht, weil der ein bisschen stark für Stacheln von Zirka. Ja, deswegen haben wir gerade gedacht, nimm lieber einen Eicher, der hat noch mal 125 PS, ich glaube, das dürfte er gut schaffen. Boah, der ist der laut. Ja. So, warte mal. Ja, okay, die 144 habe ich jetzt gedüngt, das passt. Das heißt, ich schau da mal kurz weiter, da habe ich denn noch was zum Dünger. Da denkt, okay, die ist voll gedüngt. Okay, die Wiesen, die Platte können wir nicht düngen. Meinst du, ich kann das mit der Seil mit dem Anhänger? Jo, glaub, das geht. Ich fahr jetzt eben in den Farmer mal um, weil ich muss, das ist in mein nächster Acker, den wo ich zum Dünger hab. Oder nein, ja, ich fahr immer mal um und nochmal schauen. Also, so war ich. Ich weiß, Alter. Ja. Ich komm mal vorbei. Aber die Sauwind steht dann. Also, da. Wenn man das Auto schon vorbei findet, ist eine richtig blöde, unübersichtliche Stelle hier, die Ausfahrt. Aber dürft ihr. Ja, das passt. Ah, jetzt halt also langsam das Auto vor mir. Passt. Ah, von leider schon mit dem neuen Tesla da rum. Wo bist du denn, Ruth? Bist du an unserem Hofdamm oder bist du der HC ist? Wenn bei unserem Hofdamm. Okay, warte, ich fuhr mal schon zum zum Auto, wo der HC ist, nun. Ich bin jetzt unterwegs. Ich höre dich. Von deinem Vater. Du bist bei mir doppelt, oh nein. Ich mache einen Moonwalk. Na oh, gut, ja. Ja, warte mal, wo geht's denn da nicht? Ah, da dein Sieg, da steht er so. Ja, kann gut sein, dass, weil, dass der Bono ein bisschen zu feucht war, dass ich deswegen eh geschaut hab. Also, ich hab das Spiel, also, ich hab mich noch gestellt, hab ein bisschen Handgas nicht da, bin langsam von der Kupplung gegangen mit Diffsperriger. Ja. Hab ich vergessen. Hab ich gleich geschaut, oder? Bin keine 2 Meter gefahren. Dann war ich schon den gekämpft. Ja. Warte mal da. Und bremsen, ey. Boah, der ist wirklich sau laut, Alter. Aktive Winde, wie geht denn das jetzt? Ich weiß nicht mehr so genau. Warte mal. Warte, ich glaube, ich brauche nur noch eine Ausbildung. Anhänger an dem Motor. Ja. Oh. Oh Gott. Wir flippen hier noch. Dann lauf. Dann lauf. Okay, gut. Warte, die brauchen wir hier Lager. Warte mal, ich schau mal, ob ich rauskomm. Aktive Winde wechseln, umschalten, geh. Aktive Winde verändert, sie können jetzt Winde 2.
Schwer auf den Kohl, jetzt wird vom Beweg schaut. Ne, das bringt nichts. Ja, das ist natürlich jetzt wieder blöd da. Warte mal, da hängt die mal nochmal auf. Ja, ich lasse den gleich noch. Kann ich den? Kann ich den? Ah. Ist er mal dicht und dann? Dann nimmt er was. Ja, bringt gar nichts. Wie geht der Schmarrn? Gut. Ja, warte mal, ich muss ihn absenken. Kann ich den hier hinten? Im Rückwärts. Oh, der hat's ja komplett extra, da tut's ja gar nichts. Na, ich kann's vergessen. Das ist natürlich ein Problem, ne? Naja, hier ist direkt der Bucht, oder ist natürlich jetzt ein bisschen feucht da. Natürlich, naja. Ja, auf jeden Fall, wir haben's jetzt geschafft, den ERC rauszunehmen, wir haben nur einen kurzen Cut gesetzt. Ja, es hat gedauert. Ja, es hat erstens wieder gedauert und zweitens, ich konnte die ganze Zeit Kamera mit rumschleppen noch. Und ja, auf jeden Fall ist er jetzt wieder raus. Ihr seht, er ist relativ dreckig. Ich muss also gerade ein bisschen lauter reden, weil der 125er Turbo ist doch schon relativ laut. Oder hat ein Turbo drin. Ja. Und ich werde mich da jetzt gleich einmal drum kümmern, dass ich jetzt dann weitermache mit dem Düngen hier. Und ja, ich werde jetzt gleich mal rüberfahren zu unserem Bird Nummer 3, weil die braucht auch noch Düngen. Und gut. Oh, der zieht richtig unerst. Ja, ja, ich soll 125, ne? Schon ein bisschen Unterschied. Drehen wir da mal. Ja, ich direkt hoch die KMH. Ja, ich fahre mal rüber zu Bird Nummer 3, dass ich da mal drüber düng. Ich glaube, das braucht man. Ja. Du musst aufpassen, ja. Das ist ein Wassergrub so. Hast du gemerkt? Jo, gemerkt. Ja, deswegen hat er sich wahrscheinlich die ERC aber eh geschaut, weil es da halt relativ los ist. Ein bisschen wahrscheinlich feucht noch. Würde ich mal schätzen. Mhm. Das geht noch. Und ja, ich schau jetzt mal da rüber, ich kann jetzt so gleich mal schauen zu Halt nein, das ist so erfüllt. Was meinst du, kannst man solltet man die zwei Felder zu einem machen? Achso, mal sammeln. Oh, ich weiß gar nicht, wie das ist. Müssen wir uns irgendwie mit der Gemeinde auseinandersetzen oder darf man das so einfach umflügen? Ich weiß jetzt gar nicht da. Eigentlich ist das. Eigentlich gehört das bist du hier. Also der Mittelstreifer gehört ja eigentlich auch uns. Weil ja, dem Weil schau her, wo bist du? Ja, ich bin gerade auf dem Weg zu nur 3 über. Aber ja, von 2 weiter, ich weiß schon, wie manch. Auf alle Fälle ist hier in der Mitte eigentlich Grenz gewesen. Ja. Aber da haben wir ja eigentlich immer ein bisschen einen halben Meter weg. Und so ist der Connoisseur, oder? Man auch eigentlich drüber ackern. Und so ist Connoisseur, oder? Also. Na, also. Okay, gut. Dann ackern die einfach drüber dann das nächste Mal, wenn wir ackern müssen. Ja, das passt dann. Nach der Nebenaktion ist sich dann eh keiner. Und ich glaube. Mhm. Und ich glaube, das ist dann allzu schlimm, weil ich kenne, meine Großeltern waren ja mit dem Bürgermeister da von der Stadt, weil von der Ortschaft Stadt ist er wieder relativ gut passant noch. Ja, und ich glaube, da ist dann nicht so schlimm. Du, ich bin jetzt gerade da dabei war du, weil du ist direkt hinter uns ein Feld von dir nie, beziehungsweise ein Feld von uns. Soll ich dann gleich mal schauen, ob die Dünger oder so da haben. Kannst du ja mal schauen, ja. Weil die haben da auch Hallen da. Die gehört zu Bayer Agrar. Müsste ich mal schauen, ob die da was haben. Ich fahre da mal kurz hier. Dann laufe ich da schnell rüber, das ist ja nicht das Problem. Und dann schauen wir da mal. Ich muss jetzt mal schauen, ob da einer da ist. Und ja, wir sehen uns dann. Also ist auf jeden Fall Betrieb, mein Herz. Wir sehen uns dann gleich wieder. Da sind wir wieder. Ja, ich war jetzt da drin und hab mich gefragt, ob ich da, ob die irgendwas da haben, wo ich zum Beispiel technisch Dünger oder so weiter kalt ankaufen kann. Die haben da zwei große sagt man dazu, Lager ist das normalerweise da. Ja, Lager ist das normal. Ja, die haben es auf jeden Fall da, aber da haben sie bloß Dünger und Kalk, aber die haben gesagt, da hinten drin müsst ihr bloß da aufmachen. Da müsst ihr normalerweise noch was drin sein. Ich mach jetzt einfach mal auf.
Okay, aufgeschoben nochmal. Oh ja, das schaut, ja, das schaut gut aus. Aber die haben wir, die haben sogar was zum Verlohnen da. Also wir müssen gleich mit unserem Weidemann umfahren. Ein Stapler und ein Klaas. Was ist denn? Klaas Tori und der Klon in der 630er haben es da. Und ja, die haben auf jeden Fall so gut wie sich da alles da. Weißen und Gersten haben es mehrere. Raps ein bisschen was. Na, da hinten haben sie, was sind das noch? Sojabohnen. Ja, Sojabohnen. Samadona, Pionier, was ist das? Groß haben sie da. Ölrettich. Mais. Was ist das? Das ist auch nochmal Mais. Der war bloß vor der Sonne gestartet, deswegen schaut ein bisschen höher aus. Und der Luzern und Klee haben es auch noch da. Also ich glaube, danach haben sie Dünger. Habe ich jetzt Dünger gerade gesehen, oder? Ja, Dünger haben sie gehabt, das ist natürlich wieder blöd. Müsste mal fragen, ob die Dünger auch da haben auf Paletten. Ob wir da einen holen können, ansonsten müssen sie halt am Stellen. Ich mach den mal das Tor wieder zu. Weil, dass da keiner nicht kommt. Und dann spielen wir da mal wieder drüber. Oh, da ist ein Stacheldraht, sei ja hier. Haben wir jetzt ein Platanzgras, da ist Getscher. Ja, okay, wie läuft's mit dir da denn? Mit dem Eihard, der macht's gut, oder? Gut, also. Da hat ohne Allrad auch, ja. Okay, gut. Bin jetzt da weiter am Düngerstreuen, ja, das passt, oder? Das läuft. Dann machen wir die Tür wieder zu. Was geht die Arbeitsplatte von dem? Ja, okay, es geht, es passt. Nimm ich schon alles mit. Schaut gut aus. Ah ja, das passt. Ja, wir müssen halt dann schauen, weil wir haben zum Glück noch wieder was, weil wir haben ja was gehabt. Aber da werden wir jetzt nicht so über Geld haben, wenn wir jetzt nicht so stark rein da. Aber wir haben halt doch ein bisschen was gehabt für unsere Großeltern noch. Und wenn wir momentan 16 Jahre rechts um, dann haben wir momentan 6.000 Euro. Und das hilft jetzt nicht. Naja, wurscht. Ja, auf jeden Fall haben wir heute auch noch ein bisschen was gehabt. Und wenn das eh lang ist, weil ich glaube mit 6.000, aber bei mit 6.000 können wir eigentlich technisch Stimme und so weiter, können wir eigentlich ganz gut klar. Was geht, ich ja, und wenn dann haben wir noch ein bisschen, also. Ja, es werden noch wieder was gehört. Bisteller, in Anführungsstrichen, aber Bank. Im Internet oder so reden wir ja eh, wie gesagt, Geld sagen nicht so stark. Und ich glaube, das versteht so. Da ist jetzt ein heller Strafe da. Hat er schon gedüngt? Ja, schaut so aus. Da muss ich gleich mal aussteigen. Weil ich sehe, dass da in der Kabine drin ein bisschen blöd. Die Fenster brauchen wir putzen da. Ja, wir haben mal wieder Aufgaben, wenn wir jetzt wieder fertig sind, nochmal. Dann steigen wir kurz aus. So, wie schaust du aus? Ah, hier ist noch wieder ungebündelt. Okay, das ist ein kleiner Strafe da Damm. Dann spiele ich mal kurz hin. Ja, das schaut eigentlich relativ gut aus. Ich schau mal kurz auf die Karten. Von oben. Ja, doch, das schaut gut aus. Das schaut sogar sehr gut aus. Gut, das heißt, ich fahr da nochmal mit drüber. Klicke direkt auf meine Spur. Fahren wir nochmal an da. Passt, wunderbar. So, dann bin ich mit der 3 auf fertig. Ich schau mal dann, ob ich stell den Farmer mal. Ich stell den mal da nach und dann fahr ich mal mit dem Auto runter zu unserem Haupthof und hol mal da die 415er mit dem Köckeling Gruppe und dann halt wieder mal ein bisschen am Gruppen. Ja. Weil das dauert schon ein bisschen. Und wenn ich da schon durch bin, schon hab ich ja nichts zum Dorn. So, das passt. Aber im Winter müssen wir mal aufpassen. Aber ich muss sagen, ich freue mich schon auf den Winter. Wenn wir da mal ein bisschen Hützen auswählen können. Und, jo. Ja, aber vorher glaube ich, müssen wir noch eine Lehre mit der Seilwinden machen. Weil das hat ja heute doch nicht ganz so gut geklappt, wie es klappen sollte. Und das ist natürlich ein bisschen blöd, weil. Die Seilwinden ist doch schon relativ gut, weil wir haben da hinten das Holz relativ im Berg dann. Und da ist dann doch schon arg in die Höhe jetzt einfach mal. Das war blöd. War Kurve. Aber schon, ich bleib einfach hinter dem, wenn wir bis wir aus der Ortschaft aussehen, ist aber nicht so schlimm.
Der Vater war dann schon Schlangen liegen da vor mir. Der Anhänger war jetzt zum Beispiel der Momo Dokodem im Einsatz. Also ich habe jetzt noch 620 Liter da hinten, ne? Die glaube ich lange schon eine Zeit lang, aber saatguttechnisch müssen wir dann doch mal schauen, dass wir uns da mal ausruhen. Auch gegen so sogar gegangen. Was war? Bin vielleicht ein bisschen mit dem Hinterrad ins Wasser nicht gekommen. Ich wollte jetzt mal in den Wald weg, da ist ein Monomie gefunden, glaube ich, soweit ich weiß. Das gehört jetzt zum Beispiel hier auch und ihr seht, das ist schon ein bisschen am Berg gesammelt, wenn wir jetzt so einen Baum fallen müssen. Da ist dann natürlich. Also wäre jetzt so angenehm den Baum, aber einen Berg aufziehen. Ja. Also, das ist schon schwer, wenn wir da selber den Damm zu haben. Und wenn es ist, wenn man noch zweite, dass man das heißt, dass wir den Diesel entweder nochmal sichern oder den Baum zu zweit ziehen. Ja? Wenn es ein dicker Ohr oder Birken ist. Aber soweit ich sehe, das sind eigentlich Laubbäume sind hier relativ wenige. Wo stehe ich denn noch? Ah, ich stehe denn da hier. Ich glaube, das passt. Lass mich hinten mal noch. Ja, passt. Machen wir die Tür auf. Der Farmer steht wieder dran an unserem alten Hof, so wenn du ihn brauchst. Kannst du ihn da holen? Ja, dann tausch ihn schnell aus. Weil 125 Bits für einen 2,6 Meter Gruppe ist halt doch ein bisschen arg viel. Ja. Oder für einen Shader. Wieder schon. So, warte mal. Ein bisschen auch noch schnell mal hoch und nehme den Hänger da vorne nicht mitnehmen. Plus verreckter Gruppe. Ja. Ach ja, der IAC steht ohne Dund, den kann man umholen. Ja, stimmt, der steht ohne Dund. Ja, kann ich dann nochmal auf und den mitnehmen. So, da. Passt, nur noch schauen, kommt was. Na, geht. Dann fahren wir raus. Und dann wird das erste Mal der 415 mit dem Köckerling-Gruppe echt weit. Aber ich denke mir, glaube der. Ach, der Altige, ich such's dir. Ja, das schafft er schon. Aber ich hoffe mal, dass das der 415er schafft, den 5 Meter Köckerling. Weil das ist unser größter Diesel. Und. Ah, der müsste normalerweise schon backen, oder? 4 Meter ohne unserer Köckerling-Gruppe. 5, glaube ich. Leicht. Komm wieder näher, ja. Das schafft er leicht. So, warte mal, hier kann ich ihn stehen lassen. Super, oh. Oh, je, so. Oh, das ist viel leiser, hey. Ja. Dann lauf ich da mal hinter. Ein bisschen sprinten hier. Da steht noch Gewicht. So, warte mal, dann steigen wir da mal ein. Der hört mir ja fast Gurräder. Wo ist denn? Also hast schon ein Farmer cool, oder? Farmer drüber, ja. Ja, wahrscheinlich sind deine Ohren schon ein bisschen taub waren vom Eier. So, tote mal. Ohren. Ich hol mir jetzt erstmal Frontgewicht und Unterhex im Steht noch eins. Das wollen wir an die Schlepper 3 genommen montieren können. So, dann lade es mal runter. Normalerweise dürfte ich ja das so hoch im Genau einfach, oder? Ja, kann ich machen. Dürfte dran sein, oder? Gehen wir mal hoch. So. Ja, ist dran. Fahren wir da mal Navi. Wo ist denn mein Aufmacher da? Bei Klima oder doch jeder? Oh, es hat schon 4 Grad gekriegt, Außentemperatur jetzt. Ja, oh, wird doch warm. Ja. So, warte mal, machen wir mal Schein auf hier. Sieh hier wieder besser noch. Ja, durchpassen. Ja, das passt doch noch zum Ausstecker. Na, hab ich nicht anscheinend. Gut. Dann hängen wir den nochmal hoch. Ja, das schafft er.
Ja, auch beim Lied, aber da hinten rauskommen. Ja, das geht nicht. Was? So eine Folter mal hier. Klappen wir nicht mehr. Gib Stroh einmal. Was hast du gesagt gehabt? Du einmal. Ich bin gerade am Hof da mit dem Gruppen da. Für 144. So. Schau mal da. Ja. Ja, gib ihm mal Eurad. Ja, das schafft er easy. Ja, es geht locker. Was kann 10 ist 5 Meter oder Go plus 4? Aufpassen da. Ja, sind schon 5. Oh, das hat grad. Ah, das ist ein richtig blödes Stück da. Oh, jetzt machen wir mal vorsichtig hinaus. Da kann man nur nichts. So, jetzt sollte auch einmal längs. Gut, und auch mal bitte mal dann zum Schluss eh. Oh ja. Aber ich glaube, wir hängen können wir so schon wieder gut lassen, weil sind jetzt doch schon wieder lange dabei. Ich glaube, eine halbe Stunde Videomaterial ist doch gefahren. Und ja, ich darf uns fürs Zuschauen bedanken bei euch und lasst, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da. Kostenlos Abo wäre natürlich sehr nett, würde uns so sehr gefreuen. Das sind natürlich die nachfolgenden Folgen, die ihr auf der Ellerbach halt verpasst, wenn wir hier weitergucken oder bei Kohlwasserfässer kühlen. Momentan, aber es sieht eben momentan noch schlecht aus, weil wir haben noch kein Viecher eh. Bis auf 6 Hähne oder sowas, was waren. Und ja, ansonsten sehen wir uns dann bald zu einer weiteren Folge hier auf der Ellerbach und bis dahin macht's gut. Haut rein und ciao ciao. Viel Zeit.